Wenn ein Lied singt, sitzt ein prominenter Fan üblicherweise im Publikum und singt mit. Manchmal singt Herbert Prohaska auch mit ihm. Darauf wartete ein ausgesuchtes Publikum im Schweizer Haus, eigentlich berühmt für Stelzen und Schanigarten. Will es sich im ersten Stock wohl einen Namen als Konzertlocation machen? Jedenfalls machte der Herbert dort einen Nachmittag lang Stimmung. Prohaska rockt das Schweizer Haus. Gemeinsam mit seinem Freund, dem Profimusiker Pete Art, singt er zu besonderen Anlässen übrigens öfter mal vor Publikum. Das erklärt wohl die Bühnenroutine des Hobbysängers. Musik hat mich natürlich immer interessiert, obwohl ich immer wusste, okay, für mich wird es nicht reichen, ein Musiker zu werden. Und so darf ich aber jetzt hin und wieder im Jahr mitsingen und das macht viel Spaß. Ein Spaß, den er mit seinem Freund und Weggefährten Hans Krankl teilt. Der rockt gerne mit der bekannten Profiband Monty Beton ab, zuletzt bei der Feier zu seinem 70er. So, Schatze, hast du mir. Gibt es einen Wettstreit unter euch Freunden, Krankl und du, wer der bessere Sänger ist? Nein. Der Ehrgeizigere ist ganz sicher er. Ja. Every day I look at the world from my window. Auch, wenn man so will, der Bessere, weil er sich mit denen natürlich sehr viel mehr beschäftigt als ich. Für mich ist es ein wirklich schönes Hobby, mit Freund auf der Bühne zu stehen, ein Hit zu haben. Und solange die Leute mich nicht schimpfen, bleibe ich. Viel Applaus. Ja, viel Applaus, aber ich weiß nicht, ob es jetzt ausschließlich mir gilt, natürlich nicht. Aber ja, Applaus ist ja sowieso das Wichtigste. Er ist der Profi, ja? Er hat dich für die Bühne entdeckt? Ja, wenn man so will, ja. Ja, wir haben es zuerst gerade erzählt, wir haben uns kennengelernt. Ist das ein Lidstrich? Ja, Freude. Ah, trägt man das wieder? Eigentlich nicht, nur ich. Und zwar immer. So auch im Video zu seinem neuen Song, den er in der Sauna aufgenommen hat, mit Herbert Prohaska, kreiert und präsentiert. Es empfiehlt uns der Therapeut, jetzt gehen's doch in Sauna heut. Das ist eine Ode an Schwitzen, im Sitzen. Was sollte man sich nicht eher bewegen? Ich habe als Fußballprofi, wie lange habe ich gespielt? 17 Jahre. Da habe ich im Laufen geschwitzt. Zünd alles in der Sauna sitzen. Vorgenommen, also laufen tue ich nicht mehr, jetzt schwitze ich im Sitzen. Wenn ich in der Sauna sitze und mich dazu am Teppen schwitze. Das ist der Schönheitsfehler im Video. Ihr sitzt in der Sauna, aber ihr schwitzt nicht. Ja, ihr hättet das auftragen müssen. Wir sind ja stimmt, obwohl wir angespritzt worden sind. Aber wir sind aber angespritzt worden, ja. Aber ja. Weil wir so durchtrainiert sind, wir haben nur Körperdubel gehabt. Wir sind nicht so platt wie auf dem Video. Wir haben Körperdubel vor dem Körper. Wenn Sie Körper, ein paar so einsetzen mit unserer Schellnamen. Schaut echt aus. Vermutlich dank teurer Spezialeffekte. Dafür ging das ganze Budget drauf. An Kamera, Licht und Schauspielern musste wohl gespart werden. Mitten im Sommer ein Song in der Sauna, hättest du halt mit dem Titel warten können, bis es wieder kalt wird? Nein, weil man eigentlich, die Sauna ist ja eigentlich nicht nur für den Winter da, sondern fürs ganze Jahr. Ja? Im Gegenteil, ich glaube, Sauna ist ja auch nicht ungesund und deswegen kann man es auch das ganze Jahr machen. Und mir zum Beispiel ist oft im Sommer lieber, weil es dann nicht draußen so kalt ist. Man soll ja dann rausgehen. Das macht ja den Spaß aus in der Sauna, dass man dann ins Tauchbecken geht, ins eiskalte Wasser. Ja gut, aber das kann man im Sommer auch, da ist es auch noch immer eiskalt, glaube ich mir. Da geht der Pool nicht mehr. Meiner ist das ganze Jahr kalt. Aber Wasser ist schon drin. Wasser ist drin, aber ich glaube, so die 20 Grad mag ich überschreitet es nie. Die Gesellschaft ist nett, nur schon, wir sind wieder fett.
Also ich glaube einfach, es ist lustig. Es kommt gut an. Für lustige Menschen wird es gefallen, für sehr kritische Menschen, die müssen vielleicht zwei, drei Tage drüber nachdenken und dann gefällt es. Bei uns das Entschlacken.